So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier heute zu einem, ja, neuen Game Reaction. Wieder alleine, denn momentan komme ich eher spät zum Aufnehmen und daher habe ich natürlich nicht so wirklich die Zeit, danach zu fragen, ob jemand denn Lust hätte, mit für bestimmte Spiele zu hauen. Aber heute sind wir bei einem meiner Lieblings-Roguelike-Spiele, sagen wir es mal so. Ne? Und zwar, wie man es hier oben sieht, Neon Abyss. Sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Ja, das Spiel ist im Grunde ein Roguelike. Ja, wie soll man das am besten nennen? Ein Roguelike Action-Plattformer würde ich es nennen. Ne? Also so ein Run-and-Gun Action-Plattformer. Für die Leute, die es natürlich jetzt nicht wissen, erstmal natürlich kommt aus dem Hause Team 17. Team 17 ist natürlich ein Entwickler, den könnte man kennen, wenn man sich dann mit den ganzen Entwicklern ein bisschen beschäftigt. Und was mich persönlich bei Roguelike allgemein ein bisschen immer gestört hatte, ist, dass man natürlich ein bisschen schwieriger hat. Ne? Also es gibt halt immer so ein bisschen, ne, eine schwierigere, es fängt immer schwieriger an, als man sich eingestehen mag. Sagen wir es mal so. Aber das ist Gott sei Dank bei Neon Abyss nicht so. Neon Abyss ist in dem Sinne, ich sag mal, ein Roguelike, der sehr anfängerfreundlich ist. Für Leute, die, ich sag mal, das Spielgenre nicht so großartig gespielt haben. Ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, Ende 2020 irgendwie so kam das raus. Und es geht im Grunde wie bei jedem Roguelike darum, ihr habt erstmal eine Grundbasis, sage ich jetzt mal, wo in dem Falle ist es eine Bar und ihr seid im Grunde, ja, ihr müsst euch im Grunde einmal durch verschiedenste Dungeons hauen. Die Sache ist die, diese Grundbasis, also diese Bar in dem Falle, ist im Grunde dafür da, die bleibt immer gleich, die beziehungsweise man haut dort sich zum Beispiel Upgrades, neue Charaktere, schaltet man sich frei oder nach und nach, und dann springt man halt in ein Loch, um genau zu sein, in den Dungeon rein. Die Dungeons sind im Grunde jedes Mal anders. Naja, also egal wie häufig ihr das macht, im Grunde ist das ein Zufallsprinzip, wie die Räumlichkeiten werden, was für Items ihr findet, wo ihr die Truhen findet und. Und das finde ich persönlich natürlich ganz nice gemacht, allgemein bei Roguelike-Spielen. Weil man sich dann nicht irgendwie sagt, okay, das mache ich dann so, das mache ich so, ja, okay, los, gehen wir rein. So, ne? Also ne, man plant, kann schwieriger planen, sagen wir es mal so. Und das ist ein bisschen das Herausfordernde auch. Aber bei Neon Abyss ist es auch so, es ist nicht so, meiner Meinung nach, nicht so leblos wie die meisten Roguelike-Spiele, denn die meisten Roguelike-Spiele, ich sag mal ganz doof, du bist ein Ritter, rennst in eine Burg rein, machst da deine ein, zwei Gebiete, die da, ne, jedes Gebiet hat vielleicht ein unterschiedliches Design, so, ne, aber im Grunde doch schon das gleiche, nur dass es halt die Räumlichkeiten sich verändern, die und so. Und Neon Abyss hat ein bisschen Farbe reingebracht, weil die eigentlichen Roguelike-Spiele sind immer so trist, so farblos, finde ich. Neon Abyss hat es durch dieses ganze Neon-Farben und
auch dadurch, dass man halt in dem Sinne so schön farbenbunte Items dann nutzt und so, ein bisschen, ich sag mal, farbenfroher gemacht. Das Besondere, finde ich, bei Neon Abyss ist, normalerweise bei Roguelike-Spielen, du rennst da durch, sammelst deine Items und machst dann, versuchst damit dann die Bosse zu legen oder so. Oder so weit zu kommen, wie es geht. Bei Neon Abyss ist es genauso. Ihr habt im Grunde mehrere Level pro Run. So, und ein Level ist ein Dungeon. Am Ende hast du einen Bossraum und den musst du platt machen. Und du kannst aber in jedem Raum nochmal zurückrennen, um vergessene Items oder so zu holen. Das Gute ist aber, wie man es auch hier im Gameplay ein bisschen sieht, man findet so eine Art Ostereier. So, die Ostereier sind im Grunde dafür da, dass man, ja, die sammelt erstmal. Und nach einer gewissen Zeit kann es passieren, dass sie schlüpfen. Es kann passieren, dass sie kaputt gehen oder schlüpfen. So, wenn sie kaputt gehen, ja, ist das Ei halt weg. Wenn sie schlüpfen, kann dort ein Begleiter rauskommen. Ein Begleiter, der eine bestimmte Fähigkeit hat. Zum Beispiel, dass er alle Münzen aufsammelt für einen, aber die dann behält. Also, dass die nicht gut geschrieben werden. Es kann sein, dass die Begleiter in dem Sinne, was weiß ich, zufällig irgendwelche Schilder, ne, also so, ne, Rüstungsschilder einfach mal droppen. Es kann passieren, dass es in der Hinsicht, ja, ne, dass man zum Beispiel sagt, je mehr Ostereier, ne, also je mehr Eier man da gesammelt hat, gibt es sogar Items, die den Schaden, die Reichweite und so verstärken, was natürlich mega witzig ist. Gerade wenn man, ne, so sehr, sehr viele Eier sammelt und dann kriegt man ein Item, ne, so je mehr Eier du hast, desto mehr Schaden machst du und je, ne, das ist dann natürlich Jackpot. So, das Gute bei, das Witzige bei Neon Abyss ist auch, dass man, ich sag mal, witzige Waffen hat, ne, so wie hier zum Beispiel jetzt zu sehen ist, es ist eine Gitarre, die Musiknoten schießt, so, beziehungsweise eine Gitarre, die zum Beispiel auch die Musiknoten um einen herum schießen lässt oder kreisen lässt, wenn man sie rausgeschossen hat. Es gibt noch viele, viele andere Waffen und Items und so, die im Grunde sehr witzig sind. Es gibt zwei verschiedene Wege für, ja, besondere Belohnungen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es gibt einmal den lilanen Segen, den kann man von Anfang an gehen. Wenn man es natürlich jetzt ein bisschen so eine blaue, so eine lilane Truhe kriegt, die wie so ein lila Kristall aussieht, dann diese anschießt, wird sie rot mit Stacheln. Und das ist im Grunde dieser Hades-Weg, sage ich jetzt mal, dieser böse Weg, wo man dann dementsprechend den bösen Weg gehen kann, den da sich Herzen opfern kann. Hier sieht man zum Beispiel den Raum. Wenn so eine kleine Leiste, da ist gerade meine Facecam mit drüber, gefüllt ist, wenn die rot gefüllt ist, kommt dieser Raum. Dort sind dann auch Items, wenn man sich ein bisschen Leben abziehen lässt. Wenn der allerdings lila gefüllt ist, was man normal machen kann, dann kommt ein Raum, wo man einfach nur ein Item wählen kann, ohne dass man Leben abgezogen bekommt. Hier hat man kurz auch dieses Level Stripe gesehen. Bei dem Run jetzt gerade waren es tatsächlich 7 Level. Da ist zum Beispiel ein Ei geschlüpft, was gescheitert ist. Ja, es gibt halt auch
ne, Schatztruhen, die kann man nur mit Schlüsseln öffnen. Schatztruhen sogar, die sind aus Steinen, die kann man dann nur mit Granaten öffnen. Finde ich alles ganz, ganz witzig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Abwechslung zu dem eigentlichen Roguelike, was ich so sonst kenne. Ne? Es ist eine sehr schöne Vielfalt auch an Gegnern da. Da ist zum Beispiel jetzt eine Mini-Mumie geschlüpft. Das ist jetzt ein Begleiter, der halt mit mir kämpft, glaube ich, ist er sogar. Ne? Ja, also Roguelike-mäßig muss ich sagen, kann ich es nur empfehlen, weil es macht mega Spaß. Es ist sehr anfängerfreundlich auch, in dem Sinne, dass man jetzt nicht total überfordert ist, finde ich. Wenn man in der Hinsicht neu in diesem Genre ist. So. Es gibt viele Items, es gibt viele Waffen, die dann noch richtig witzig werden. Ja, im Grunde, wenn man Roguelike-Spiele mag oder mal austesten möchte, kann ich es nur empfehlen. Weil, wie gesagt, es ist relativ einfach im Vergleich zu anderen Roguelike-Spielen. Es gibt verschiedenste Items, es gibt verschiedenste Begleiter, es gibt dementsprechend natürlich, wie gesagt, auch verschiedenste Waffen. Dieser ganze, ich sag mal, Punk-Rock Disco-Techno-Style, sage ich jetzt mal, macht die Sache auch noch ein bisschen lebvoller, ne? Also ein bisschen farbenfroher, sage ich jetzt mal. Und ja, ne, es gibt auch, da hat man zum Beispiel gesehen, da hat die rote Truhe da, die, das ist eine böse Truhe, die habe ich angeschossen, davor war sie nämlich lila. So. Dann gibt's Goldräume, also goldene Räume in dem Sinne, auf jeder Ebene einen so einen goldenen Raum. Der erste Raum, also wenn ihr frisch in den Run reingeht, ist auf der ersten Ebene der Raum Dings. Hier so zu öffnen. Für alle Räume, die in den anderen Ebenen kommen, ist der dann natürlich, müsst ihr den dann dementsprechend mit einem Schlüssel oder mehreren Schlüsseln sogar öffnen. Es gibt Shops auf den Ebenen, es gibt Kampfräume. Hier, glaube ich, laufe ich gerade mal zu einem Kampfraum über, habe aber, glaube ich, keine Granaten, um den aufzumachen. Ne, so Kampfräume sind halt auch Räume, wo man was aktiviert und dann kommen zwei, drei Wellen von Gegnern, die man besiegen muss, dann kriegt man ein Item. Ne? Man bekommt im Grunde im Laufe des Runs Münzen, die man dann für einen Shop nutzen kann. Beziehungsweise es gibt halt auch noch zusätzliche Räume, die kann man freischalten, wie zum Beispiel ein Klavierraum, glaube ich, ist das. Da kann man ein paar Münzen ausgeben, um dementsprechend die hier so Klaviertasten Herausforderung zu machen. Oder es gibt solche Türen, wie es hier jetzt zu sehen ist. Die sehen aus wie so Slotmaschinen. Dafür muss man halt zum Beispiel auch Goldmünzen ausgeben. Da oben in der Ecke sieht man zum Beispiel gut eine dieser lilanen Truhen, eine dieser roten Truhen. Ne? Die lilanen Truhen werden zu roten Truhen, wenn sie getroffen werden. Egal, ob man selber drauf schießt oder ob Gegner drauf schießen. Es gibt dann solche Truhen wie hier, die haben so einen rot-gelben Blinker. Wenn man versucht, die zu öffnen, manchmal ist er rot, manchmal gelb. Wenn er rot ist, bleibt er zu. Wenn er gelb ist, öffnet er sich. Also es ist sehr vielfältig, muss ich sagen. Ne? Die Sache ist die, im Vergleich zu manch anderen Roguelike-Spielen ist der Charakter nicht direkt weg, wenn man stirbt.
Ne, weil ich sag mal, es gibt halt auch Spiele, Roguelike-Spiele, wo man einen Charakter hat, man geht rein, bis man gestorben ist und dann, wenn man gestorben ist, hat man einen anderen Charakter. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Laserkanone, die ich aufladen muss. Finde ich auch ganz witzig. Ja, ne, also ihr seht ja, es ist sehr umfangreich, ne? Wie gesagt, für Leute, die Roguelike-Spiele antesten möchten, beziehungsweise auch Roguelike-Spiele mögen, aber nicht gut drin sind, beziehungsweise natürlich auch die gut drin sind, kann ich Neon Abyss nur empfehlen. Ist mal eine Abwechslung zu manch anderen Sachen. Und ja, ich würde sagen, ich lasse das heute mal bei einer kurzen Folge, denn mir ist scheiße heiß. Ihr wisst, es ist extrem warm diese Tage. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Hitzewellen. Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao. Euer Los.